Hi Leute. Folge 2 von Craftopia und wartet, guck mal, womit diese Folge beginnt. Mit einer kleinen Zombie-Armee. Paula, ich schaff die nicht alle alleine wahrscheinlich, weil ich habe keine Rüstung. Ja. Ja, ich auch nicht. Nein, ich will nicht sterben. Nein! Ich kämpfe doch schon mit meiner Spitzhacke. Ja, also das ist jetzt... Ah, nein, ich will... Wie schon wieder das ist sterben? Hallo! Das ist Mobbing, hallo! Hallo, nein, die sind schon im Bücherkeller! Hallo, ich bin unbewaffnet! Ich kann dir nicht mal was tun und meine Sachen fliegen bis nach draußen. Sind die jetzt alle tot? Vor allen Dingen meine Sachen sind halt wirklich bis eigentlich überall hingeflogen. Vor allen Dingen meine Level! In der Nacht ist dieses Haus halt richtig nice. Du kannst halt easy das machen, ne? Vor allen Dingen Paula, ich hab mir gerade die ganze Zeit 5 Level angefarmt, damit ich jetzt alles verzaubern kann. Und jetzt ich hab 5 Level in so, ne? Jetzt bin ich tot. Ich hab 5 Level. Ja, schön, aber ich möchte meine Sachen selbst verzaubern. Okay. Ah, ist gut. Leben ist hart. So. Willst du vielleicht in das Haus ohne Haus reinkommen? Das hat. Ich schlaf ganz gerne oben. Achso, gehen wir schlafen? Ja, why not? Warte. Weil man kann halt auch easy kämpfen, Linse. Jo, warte, aber ich schlaf lieber bei uns oben in meinem Bett. Ich kann jetzt nicht schlafen, das sind Monster in der Nähe. Warte, ich komm doch kurz zu dir. Soll ich mir ein Bett mitbringen? Ach, wie schön, ist sogar Platz für Gäste. Das, meine lieben Leute, ist das Haus ohne Haus. Ja. Bei dem man ein bisschen mit dem Kopf im Zaun hängt. Nice, oder nicht? Ja. Potter, da ist ein Creeper bei den Tieren. Oh no. Nicht gerade die ganzen Kartoffeln auf oder so, nein. Ich hab's getötet. Wow. Nice. By the way, Paula, ich möchte das Eisen und so aus den Öfen holen, weil ich brauche halt unbedingt Level, okay? Ich habe sieben Melonen habe. Darf ich dich töten? Was, mich? Ja. Nein. Oh. Ja, warte, dann will ich zumindest meine Sachen noch wegpacken, okay? Yay, wann kann ich mir deine Level schnurren? Nur jetzt nicht hier rausnehmen, okay? Die Sachen, also meine Sachen ich jetzt nehme nicht das rausnehmen. Alles Gott. Nein. Omae wa mou shindeiru. Nani? Moa takumi de kizebu. Hooray, jetzt hab ich sie. Ich meine, ich hab meine ganze Rüstung schon verzaubert. Reicht mir. Muss halt nur noch irgendwann meinen Bogen verzaubern, aber schaffe ich schon. Im Moment muss ich eh noch die Häuser. Also ich mache ja im Moment eh das Ganze. Ich habe halt nur Haltbarkeit und Schutz und so. Ja, es ist halt für dein Eisenschwert oder für deine Rüstung, Linse? Für meine Rüstung. Ja, das ist gut. Haltbarkeit ist gut. Wasseraffinität. Was ist nochmal Wasseraffinität? Das ist nicht wichtig, Linse. Das ist wirklich nicht wichtig. No. Da kannst du halt besser atmen unter Wasser, aber das braucht man halt nicht, ne? Dann nehmen wir, glaube ich, einmal schusssicher. Ja, haben wir noch Holz. Perfekt. Schutz und Haltbarkeit habe ich jetzt einmal. So, ich baue jetzt weiter das Haus hier ab, weil das ist halt noch ein bisschen Bruchstein und das sieht halt aus wie so ein Stück. Oh! Ich brauche ein bisschen Holz. Ich hätte gern meine eigene kleine Kiste. Und sie wird meine Liebe das Haus ohne Haus, weil es ist einfach nice. Weil da kann man halt richtig gut kämpfen in der Nacht. Weil da können halt die Mobs nicht durch, wenn man die Tür halt zu hat. Und da kann man halt einfach kämpfen. Ohne dass man halt rausgehen muss, ne? So, Paula, bei uns oben hat jetzt auch jeder einmal
Bett, jetzt brauche ich noch eine Treppe. Aber unser Haus ist halt das Beste drin, so ne? Ja, unser Haus kann halt einfach von nichts getoppt werden, weil unser Haus ist halt einfach nice. Ja, es ist einfach das beste Haus. Das habe ich jetzt, by the way, von Rezo. Unser Haus ist einfach so in so einen Topf gefallen. Auf dem Topf stand aber nicht drauf, irgendwie so ein Zaubertrank wie bei Asterix und Obelix. Stand einfach so. Nice. Unser Haus ist einfach in einen Topf mit Nice gefallen. Ja. Meeresgurke. Sollen wir die Meeresgurke auf unserem Land? Aber ich finde das Haus richtig geil, weil man schläft einfach im Zaun. Und man, das ist halt einfach kein Haus, aber es ist halt. Es ist ein Haus, aber es ist halt auch irgendwie kein Haus. You know what I mean? Ja. Es ist so lustig. Lustig, lustig. Tralalala. Wir haben jetzt sogar. Weil ich wollte nicht, dass der. Dass dann. Der Dorfbewohner dann. By the way, Paula, jeder hat jetzt sein eigenes Bett. Ja. Seine eigene nice. Kiste. Ja, geil. Jetzt wollen wir noch so einen Kaffeetisch, Alter. Dann können wir so Kaffeekränzchen halten. Ja, nice. Oder so am besten beide so jeder seine eigene Toilette. Dann können wir so ja, zusammen lass das am Balkon. Mach am Balkon, Linse. Mach am Balkon. Jo, mach ich. Und dann müssen wir uns natürlich hier noch so richtig Penthouse-Style machen. Warte, ich kann es machen. Warte. Oder sollen wir vielleicht anderes Holz? Das ist maybe. Ich würde Sandstein nehmen. Maybe. Nee, Linse. Du weißt nicht, wie das geht. Sorry, aber du weißt es aber nicht. Sieht maybe am Maybe. Oh, dann mach ich aber unten liegen für unseren Pool, den ich noch baue. Aber wollen wir gleich dann mal in den Nether? Haben wir kein anderes Holz mehr, Linse? Ich hätte noch zweimal Birke. Ja, dann gib mal her. Liegt in der Kiste! In welcher? In der Kiste der Kisten! Und also wir brauchen mehr Birke. Hast du irgendwie Birke? Sitzlinge? Birke? Ich könnte dir Birkenblätter anbieten. Aber davon hab ich auch nur zwei. Birke. Wir haben einen. Zack. Paula, wir haben auch Birken neben uns, ne? Ja, oh, meine Schere ist tot. Wenn juckt's. Meine Schere ist gestorben. Ja, das ist egal. Sie hat alles für den Pool gegeben. Okay. Ich nehme jetzt polierter Granit als Boden. Dann einmal eine Schaufel. Ja. Warum hier? Ja, das ist falsch. Lol. Ja, hier ist es, glaube ich, richtig. So, weil du weißt nämlich nicht, wie man einen kleinen Kaffeetisch macht, weil ich weiß, dass du das nicht kannst. War das jetzt eine Beleidigung? Ja. Fick dich. So. Boah, Alter, ich hasse es, Sachen abzubauen im Übi. So nervig, ja, einer. Also ich meine, im Krea ist halt Cheaten. Außerdem können wir eh nicht in den Krea. Ja, das ist gut, ein Survival-Projekt von jemand anderem zu sein. Man geht nicht einfach in Krea, weil man es kann. Okay. Weil man es nicht kann, dann so. Man geht halt nicht einfach in Krea, weil man es kann. Weil man halt eben nicht kann. So, guck. Komm. Was machst du da? Ich baue unseren Pool. Oh, okay. Das soll dann auch das. Du es einfach zerstören. Man kann sogar von unserem Balkon. Jetzt komm! Ja, warte, Linse. Ich kann nicht. Ich muss Granit abbauen. Ach, Linse. Ich komm ja gleich. Komm, Linse. Ich pack da einfach mal ganz Müll raus.
Achso, das sind deine Sachen, Upsi. Hallo? Wolltest du gerade Müll in meine Kiste packen? Ich wollte, aber ich hab's nicht gemacht. Also. In meine Kiste? Ich wollte es machen, aber ich hab's nicht gemacht, weil es deine Kiste war. Alles gut, meine. Dir sei verziehen. Danke. Ist nett. Nein, ich bring dich jetzt trotzdem um. Was? Nicht meine Nacht. Ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß wirklich, wo sie wohnt. LOL. Leider. Ey. Okay, sie weiß auch, wo ich wohne. Sie könnte mich eigentlich auch umbringen. Aber das Problem ist, sie kann ja nicht mal bei mir klingeln, weil unsere Klingel kaputt ist. FBI, open up! Das ist cute. Was? Was ist cute? Was ist das, was ich da gemacht habe? Nein, weißt du, der Pinguin. Der Pinguin. Ja, eben. Oh, ich nehme mal die 21 Pfeile, oder? Ist doch okay. Ja, du bist leider die Einzige, die einen Bogen hat, obwohl ich viel besser mit einem Bogen umgehen kann. Hä? Wer sagt das? Bad Wars. Nur weil ich dich öfter dran lasse, ne? Wenn jemand einen Bogen benutzen soll, dann bin das immer ich. Ja, dann bau dir doch einen Bogen, ne? Ja. Nein, ich muss unseren Pool. Also ich mache unseren Pool einfach freiwillig. Ja, guck, warum meckerst du dann, hä? Ne? Ich meine so, egal. So, ich habe endlich das Haus abgebaut. Da, also dieser Bruchsteinkäfig habe ich jetzt endlich abgebaut. Wir haben jetzt keine überliegenden Nachbarn mehr. Hurray. 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 Ja. Oh, du hast hier was vergessen abzubauen und so, ne? Soll ich vielleicht das Haus hier auch noch abbauen? Das ist halt so halb kaputt, ne? Paula, ich habe keine Ahnung. Ich bin nicht zu Hause. Oh, ja, egal. Und selbst wenn, wieso gehst du davon aus, dass ich da bin, wo du stehst? What the fuck? Das ist mir Wurst. Das ist mir Wurst, Linse. Du bist mir auch Wurst, ne? Linse, nicht trauern. Oh, das war's dann auch mit meiner Eisenpicke. Ah, hier kommen die Setzlinge hin. Mhm, Setzlinge. Mhm. Zählt das denn etwa kleine Alien-Babys? Ich hab Birkensetzlinge gehabt, aber okay. Mhm. Ich frag mich einfach nichts mehr bei dir, Linse. Denkst du eigentlich wirklich, ich bin verrückt oder bist du einfach nur blöd? Du bist auch verrückt. Hä? Das war ja nicht mal die Frage. Das ist mir Wurst, du bist verrückt. Nein. Ich versuch dich einfach nur zu verarschen. Und es funktioniert. B. Du versuchst mich zu verarschen. Ja. Paulus Gehirn gerade so. The fuck? Was willst du denn versuchen? Dich zu verarschen. Nee, weißt du, ich will mit dir so kleine Experimente machen. Ich sperre dich in so einen Kasten. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.